Der Friede und Segen sei mit dir, o Fürst der Gläubigen, Imam der Gottesfürchtigen, Vorbild aller Imame, Vater aller Imame. Wir gedenken in diesen Nächten und in diesen Tagen den Märtyrertod von einem Mann, über den der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam gesagt hat, O Ali, la arafaka illallahu wa ana. O Ali, niemand hat deinen Rang so erkannt, wie es sich gebührt, außer Allah subhanahu wa ta'ala und ich. Niemand hat deinen Rang so sehr erkannt, wie es dir gebührt, außer Allah subhanahu wa ta'ala und ich. Imam Ali alayhi salam, der Erste, der den Islam annahm, der Erste, der das Gebet mit dem Propheten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam verrichtet hat. Wir trauern um einen Mann, den der Prophet sallallahu alayhi wa alihi wa sallam großgezogen hat, den der Prophet erzogen hat. Wir trauern um einen Mann, den der Koran als Nafs, als Seele des Propheten bezeichnet hat. In einer Zeit wie dieser Zeit wurden die Waisenkinder Kufas erneut zu Waisenkindern. Imam Alis letzter Tag in der Moschee war ein Tag, liebe Geschwister, den der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bereits angekündigt hat, mehrmals vorausgesagt hat. Das ist eine Sache, die ist sowohl in schiitischen als auch in sunnitischen Quellen dokumentiert und belegt. Einige Beispiele dafür: in Al-Mustadrak al-Sahihay wird folgende Überlieferung berichtet, dass Imam Ali alayhi salam eines Tages schwer erkrankt ist. So sehr, dass die Gefährten ihn besuchten. Und sein Zustand war so schlecht, dass einer der Gefährten sagt, so heißt es in der Überlieferung, فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ. Ein Gefährte sagte zu dem anderen, مَا أَرَاهُ إِلَّا هَالِك. Das sind Imam Alis letzten Tage. Ich sehe Imam Ali jetzt sterben. Bei solch einer Krankheit, die jetzt so ausgeprägt ist, der wird nicht lange überleben. Aber der Prophet entgegnete, nein, إِنَّهُ لَنْ يَمُوتْ إِلَّا مَقْتُولًا. Nein, er wird nicht sterben, außer ermordet. Man wird ihn töten. Er wird nicht an einer Krankheit sterben. Auch in Uhud, als Imam Ali alayhi salam sich eingesetzt hat für den Islam, war Imam Ali betrübt, traurig. Und traurig deswegen, weil er nicht den Märtyrertod erlangt hat. So heißt es in der Überlieferung, Baka Amir al-Mu'minin, Imam Ali hat geweint, er war noch jung. Und sagte, Bi Abi Anta wa Ummi, Alhamdulillah, O Gesandter Allahs, mögen meine Eltern geopfert sein für dich. Ich danke Allah, Alladhi lam yarani wallaytu ank, wa lam yarani farartu bi Abi wa Ummi. Ich danke Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er mich nicht fliehend gesehen hat. Dass er mich nicht gesehen hat, dass ich mich von dir abwende in Uhud. Ich bin nicht geflohen, Alhamdulillah. Und dann sagt er, O Rasulallah, O Gesandter Allahs, Kaifa hurrimtu shahada. Aber O Gesandter Allahs, warum wurde mir der Märtyrertod nicht zuteil? Wieso durfte ich diesen Rang nicht erreichen? Kaifa hurrimtu ash-shahada. Faqala Rasulullah, innaha min waraika insha'Allah. Der Märtyrertod folgt dir noch, kommt noch. In der Grabensschlacht hat Imam Ali a.s. auch geglänzt mit seinem Einsatz und wurde verletzt am Kopf und er blutete. Und der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam behandelte seine Wunde. Und während es blutete, soll der Gesandte Allahs gesagt haben, O Ali, wo werde ich nur sein? Aina ana, wo werde ich nur sein, wenn der Verfluchte und der unglücklichste Mensch dich hierauf schlägt und daraufhin dein Bart sich mit dem Blut einfärbt?
Eine weitere Überlieferung, dass der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam eine Predigt gehalten hat vor Schahr Ramadan. Das ist die Predigt, die zur Einstimmung dieses Monats gedient hat und die auch immer rezitiert wird zu diesem Anlass. Und ihr kennt ja alle die Predigt, oder? In der Überlieferung heißt es, dass der Prophet die Predigt beendet hat. Faqama Aliyun alaihi salam, Imam Ali ist aufgestanden und fragte den Propheten, O Gesandter Allahs, was ist die beste Tat in diesem Monat? Der Prophet sallallahu alaihi wa alihi wa sallam antwortete und sagte, Ya Abul Hasan, أفضل الأعمال في هذا الشهر البراءة عن محارم الله. Aber die Überlieferung geht weiter. Wir reden hier über Einstimmung auf Schahr Ramadan, über die Vorzüge Schahr Ramadan. Alle freuen sich, alle sind glücklich, aber in der Überlieferung heißt es ثم بكى رسول الله. Und dann weinte der Gesandte Allahs nach dieser Predigt. Und niemand hat ihn gefragt, warum weinst du, außer Ali alayhi salam. فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا يُبْكِيكَ O Gesandter Allahs, was ist die Ursache, dass du weinst? Was bringt dich jetzt zum Weinen? Und er sagte, يَا عَلِي أَبْكِي لِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرِ Ich weine aufgrund dessen, was dir in diesem Monat widerfahren wird, dass man dein Blut und dein Blutvergießen für erlaubt erklären wird. نِمَا يُسْتَحَلُّ مِنْكَ فِي هَذَا الشَّهْرُ وَكَأَنِّي بِكَ Und ich sehe es vor mir, als wäre ich du, als wäre ich dabei. وَأَنْتَ تُصَلِّ لِرَبِّكَ وَقَدْ بَعَثَ أَشْقَلْ أَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ Und ich sehe es vor mir, wie du betest und der Unglücklichste, عليكم السلام, der Unglücklichste Mensch herantritt. فَضَرَبَكَ ضَرْبَةً عَلَى قَرْنِكَ فَخَضَبَ مِنْهَا لَحْيَتَكَ Und wie er dir einen Schlag verpasst, auf das dein Blut strömen wird und deinen Bart einfärbt. Schaut, wie Imam Ali a.s. auf diese Benachrichtigung, auf diese Mitteilung reagiert hat. Wir würden vielleicht fragen, O Gesandter Allahs, wird es mir wehtun, werde ich Schmerzen haben? Wie wird es mir gehen? Werde ich wenigstens davor ein gutes Leben haben? Imam Ali a.s. entgegnete, وَذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ مِّن دِينِي Wird meine Religion wohlauf sein? Wird meine Spiritualität gut sein in diesem Moment? Werde ich nicht irregeleitet sein? Wird mein spirituelles Leben gut sein? Würde ich dem Gebet Wichtigkeit beimessen? Wird mir die Religion noch was bedeuten? Werde ich ein gottergebenes Leben führen zu diesem Zeitpunkt? Das war, was den Imam interessiert hat. Er hat nicht gesagt, wer ist der Mörder? Warum tötet man mich? Wird es wehtun? Werde ich Schmerzen haben? Werde ich Vermögen haben? Aber ذَلِكَ فِي سَلَامَةٍ فِي دِينِي Wird meine Religion wohlauf sein? Meine Religiosität wohlauf sein? Der Prophet sagte, ja, O Ali, du wirst und deine Religiosität wird wohlauf sein. Sallallahu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Der Mörder Imam Ali alayhi salam, Ibn Muljam alayhi al-La'na. Was viele nicht wissen, ist, dass er zuvor ein treuer Anhänger des Imams war. Er hat dem Imam den Treueeid geleistet. Er hat den Imam begleitet in Safin. Er hat gekämpft gegen den Imam. Er war Lehrer vom Koran. Er hat unterrichtet. Er war sogar in Safin für den Imam anfänglich. Das heißt, das war ein Schiite durch und durch am Anfang, in diesem Sinne. Ibn Muljam schloss sich aber dann nach Sufin den sogenannten Khawarij an. Wer sind die Khawarij? Eine radikale Gruppe, die sehr einfach andere für Ungläubige, Abtrünnige erklärt und deswegen auch tötet. Also aus ihrer Sicht genügt es, wenn einer eine große Sünde begeht, dass sie ihn töten, dass sie ihn zum Ungläubigen erklären. Das sind die Khawarij, eine radikale Gruppe damals. In der Schlacht von Safin, die Entstehungsgeschichte der Khawarij, einige sagen, die waren schon vorher da, die Denkmuster, aber viele sagen, Khawarij sind in Safin entstanden. Wie? Imam Alis Kampf gegen Muawiyah in Safin, weil das war ja Safin, oder? Die große Armee aus Scham, die große Armee von Syrien, die alle vor denen alle Angst gehabt haben.
kommt, um Imam Ali zu bekämpfen. Imam Ali tritt Muawiya gegenüber in Siffin. Sie kämpfen und Ammar wird getötet und verschiedene Persönlichkeiten werden getötet. Muawiya ist kurz vor der Niederlage. Er steht kurz davor zu verlieren. Und dann kennt ihr die Intrige, die er dann verfolgt hat. Er hat seinen Armeeleuten befohlen, schaut, bevor wir verlieren, nimmt Blätter des Korans, packt sie auf einem Speer an die Spitze der Speere und hebt sie empor. Signalisiert damit der anderen Armee, dass wir Muslime sind, dass wir Leute des Korans sind. Täuscht sie, verblendet sie emotional. Das ist das, was leider heute immer noch auch stattfindet, dass man mit religiösen Symbolen, mit den Namen der Ahlul Bayt, mit dem Koran, Muslime gegeneinander hetzt, Krieg treibt, Wut entfachen lässt. Das ist die Intrige von Muawiya, die emotionale Verblendung. Ich verblende dich emotional mit der Religion, weil Religion bedeutet uns doch viel, oder? Und wenn dann jemand kommt und benutzt dann die Namen der Ahlul Bayt, benutzt die Namen der Religion, benutzt den Namen des Korans, um dich in eine gewisse Richtung zu lenken, dann müssen wir aufpassen. Heute wird auch der Name von Imam Hussein benutzt, der Name der Ahlul Bayt verwendet und damit geprägt, ja, unterstütze doch Ahlul Bayt, unterstütze Hussein, verhelfe ihnen zum Sieg, um dich eigentlich in eine ganz andere Richtung zu lenken. Das ist die Intrige von Muawiya und die hat gewirkt. Er hat Koran auf Speeren gelegt und der Armee von Imam Ali signalisiert, die sind Leute des Korans, sie dürfen uns nicht bekämpfen. Eigentlich war er kurz vor der Niederlage. Ashura hätte es nie stattgefunden, hätte es nie gegeben, wären die Leute nicht reingefallen, wären sie nicht so blind gewesen. Dann kamen einige Leute und sagen, nee, also wir können da nicht weitermachen, der Koran ist zwischen uns, sie laden uns ein zum Koran, wir hören auf zu kämpfen. Aber Imam Ali sagte, Vorsicht, das geht nicht. Ich kenne den Koran. Ich weiß, dass es eine Intrige ist. Achtet darauf. Aber sie sagten, nein, entweder du brichst jetzt den Kampf ab oder wir bekämpfen dich. Imam Ali war gezwungen, nachzugeben. Und dann ließ er sich auf das Urteil ein, das bekannte Urteil zwischen Muawiya und Imam Ali a.s. Und dieselben, die den Krieg beendet haben, dieselben haben dann sich gegen Imam Ali aufgelehnt, weil er sich auf ein Urteil eingelassen hat. Sie sagten, La hukma illa lillah. Es steht dir nicht zu, darüber zu urteilen. Es steht niemandem zu, ein Urteil in Religionsfragen, in Führungsfragen der Religion zu fällen. Wir müssen Allah folgen. Ein und dieselben. Das ist eben diese Radikalität, die Blindheit, pure Emotion lässt man sich leiten in der Religion. Ibn Muljam hat sich dann genau dieser Bewegung angeschlossen. Die gesagt haben, La hukma illa lillah. Es gibt kein Urteil außer Allah. Und das natürlich falsch verstanden haben, weil wenn man sich an den Koran richtet, dann urteilt man auch im Namen Allahs. Jedenfalls lehnten sie sich gegen Imam Ali a.s. auf und haben sich dazu entschlossen, vor allem Ibn Muljam hat sich dann dazu entschlossen, Imam Ali a.s. anzugreifen und zu töten. Es gibt andere Berichte, die sagen, dass der Mordakt und der Mordangriff auf Imam Ali a.s. eigentlich eine Brautgabe gewesen ist. Ibn Muljam hätte sich in eine Frau verliebt und diese Frau hat Angehörige verloren im Krieg gegen Imam Ali a.s. und er wollte sie heiraten und hat sie nach einer Brautgabe gefragt und sie meinte, meine Brautgabe ist, dass du Imam Ali a.s. tötest. Diese beiden Ansichten gibt es. Jedenfalls hat er sich dazu entschlossen, Imam Ali a.s. zu töten und begibt sich dann nach Kufa, in die Moschee von Kufa, wartet in der Moschee, betritt die Moschee und legt sich dort schlafen, um vorzutäuschen, dass er ein ganz gewöhnlicher Betender ist. Imam Ali a.s. verabschiedet sich von seiner Tochter, bei der er zum Iftar war, begibt sich zur Moschee und es wird ein merkwürdiges Verhalten von Imam Ali a.s. überliefert, dass er in dieser Nacht die ganze Zeit rein und raus gegangen ist und gesagt hat, Allahumma barik lana fil maut, wo Allah segne meinen Tod. Und er hat sich dann in die Moschee begeben. Er betrat die Moschee, er weckte die Schlafenden zum Gebet. Er hat zum Gebet aufgerufen. Er verrichtete das Gebet, Allahu Akbar, verrichtete die erste Raka'a. Ibn Muljam wartete auf die Gelegenheit, versteckte sich,
hatte ein Schwert unter seiner Kleidung, das in Gift getrunken war. Und er wartete auf die Gelegenheit. Imam Ali al-Salam werft sich nieder, steht vom Sujud wieder auf und der Verfluchte verpasst Imam Ali einen Schlag auf seinen Kopf. Und der Schlag trifft genau diese Wunde, die er sich in der Grabenschlacht, erlitten hat. Und der Schlag erreicht das Kopfinnere von Imam Ali al-Salam und unser Imam fällt mit dem Gesicht zu Boden. Aber der Imam sagt etwas ganz Wichtiges dabei. Und diesen Satz kennt ihr alle, oder? Fustu wa rabbil Ka'ba. Bismillah wa billah wa ala millati Rasulillah. Beim Herrn der Ka'ba, ich habe gesiegt. Beim Herrn der Ka'ba, ich habe gesiegt. Und dann gibt es noch einen Zusatz, den er gesagt hat. Und dieser Zusatz, der wird leider nicht beachtet. Also sehr wenig bis gar nicht höre ich den. Das heißt in dem Bericht, ثُمَّ صَاحَ الْإِمَامُ قَتَلَنِي إِبْنُ مُلْجَمٍ. Der Imam hat dann geschrien, hat gerufen, Ibn Muljam hat mich getötet. Und warum? Warum ruft er das? Warum schreit er das? Das sind zwei Fragen, die wir uns hier stellen müssen. Was meint er mit Sieg? فُسْتُ وَرَبِّ الْكَعْبَ. Ihr kennt alle die Biografie Imam Ali a.s. Nie hat er gesagt, ich habe gesiegt. Ihr wisst, dass er sich den Schwertern ausgesetzt hat bei der Auswanderung. Ihr wisst, dass er das Leben des Propheten gerettet hat und Uhud und sich vor die Angreifer gestellt hat. Hat nicht gesagt, ich habe gesiegt beim Herrn der Ka'aba. Ihr wisst, dass er in der Grabenschlacht sich mit einem der größten Kriegern und Kämpfern der Araber auseinandergesetzt hat und ihn bekämpft hat und zu Boden gebracht hat. Und er hat nicht gesagt, Fustu wa Rabbil Ka'aba. Ihr wisst, dass er das Tor von Khaybar geöffnet hat. Und er hat nicht gesagt, Fustu wa Rabbil Ka'aba. Wann sagte er Fustu wa Rabbil Ka'aba? Da, wo er dort saß, Blut überströmt, während des Gebetes, sagte er beim Herrn der Ka'aba, ich habe gesiegt. Warum gesiegt? Weil, fi salamatin min dini, weil ich gestorben bin, wo mein spirituelles Leben wohlauf ist. In der heiligen Zeit Schahr Ramadan, in einem heiligen Zustand des Gebetes, den heiligsten Tod zu sterben, den Märtyrertod. Fustu wa Rabbil Ka'aba. Das ist mein Sieg. Das ist mein Sieg. Ich habe gesiegt. Warum hat er geschrien daraufhin? Wasaha qatalani ibn Muljam. Stellt euch doch mal die Situation vor. Ich glaube, jeder von uns hier wäre in dieser Situation so geschockt, dass er noch nicht einmal Worte über die Lippen bringen kann. Wie denn schreien? Und warum schreien? Das ist mein Mörder. Ibn Muljam ist mein Mörder. Und hier zeigt sich, warum Imam Ali al-Salam so rein ist, eine Ausnahmeperson ist. Schaut, die Menschen haben nicht gesehen, wer Imam Ali al-Salam geschlagen hat. Und nicht alle Betenden in der Moschee waren bekannt. Imam Ali a.s. hat sofort den Namen geschrien, um Unschuldige zu schützen. Weil die Gefahr bestand, dass Unschuldige nun involviert werden. Die Leute werden suchen nach dem Mörder und den Mörder greifen. Und er hatte Angst, dass es zu Auseinandersetzungen kommt und dass Unschuldige involviert werden, getötet werden, geschlagen werden, gefangen genommen werden. In solch einer schwierigen Situation, wo man gerade einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, zu Boden gefallen ist, nicht weiß, was um sich geschieht, daran zu denken, dass man niemandem Unrecht tut, das ist die Liebe Imam Ali a.s. für die Gerechtigkeit. Das ist sein Einsatz für die Gerechtigkeit. Saha qatalani ibn Muljam. Er hat geschrien, gerufen, Ibn Muljam hat mich getötet. Damit ihr nicht andere gefangen nimmt, damit nicht andere zu Schaden kommen.